Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ocean 2 Kappa Mode. So, da sind wir in den Waypoint für den Nanten. Und hier ist einer. Ich habe da gerade eben geschaut, da ist keiner. Aber hier ist einer. Also ist das wahrscheinlich schon eine neuere Version. Finde ich ein bisschen schade, aber naja. Dann müssen wir halt eben danach suchen. Was haben wir hier? Das kann weg, das kann weg. Ja gut, dafür brauche ich nichts. Hier, da kann ich mal mitnehmen. Müsste hier nicht irgendwie jetzt noch so ein Boss sein? Ich habe aber auch echt null Glück mit diesen Scheiß Dungeons. Hier haben wir auf jeden Fall Dash-Ohr. Okay, und dann würde ich sagen, das Dash-Ohr haben wir mal genau verfehlt. Ich begebe mich auf die Suche. Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ocean 2 Kappa Mode. So, erst einmal, wieso bin ich jetzt wieder hier und nicht auf dem Mars? Ich habe auf dem Mars gesucht. Ich habe 4 oder 5 dieser scheiß Tempel gefunden, nur mit Ruhe. Und ich habe einfach so überlegt, ich werde das jetzt so machen. Ich werde gucken, einen Tempel werde ich versuchen, einen Offscreen zu finden, dann mit Aufnahme, also einen Dungeon, und dann mit Aufnahme den zu machen. Wenn da jetzt die Rakete nicht drin ist, also die Schematik, mache ich das Offscreen. Wie jetzt hier. Hier ist die Schematik für die Tier 3 Rocket. Ich glaube, das ist besser so, als wenn ich 7 Folgen lang versuche, eine Schematik zu finden. So, wir brauchen jetzt die Tier 3 Rocket. Die ist ein bisschen anders. Da brauchen wir wieder 2 Tier 1 Booster. Heavy Duty Plates Tier 3. Eine Heavy Nose Cone und eine Heavy Rocket Engine und Heavy Rocket Fins. So, dafür brauchen wir hier Heavy Duty Plates Tier 3. Dafür brauchen wir Heavy Duty Plates Tier 3. Hierfür brauchen wir Heavy Duty Plates Tier 2. Oder warte mal, wir können das auch mit Compressed Titanium machen. Titanium haben wir. Titan. Das ist Tungsten. Wo ist Titan? Titan? Muss jetzt Titan echt schmelzen? Hier, Titanium. Ist auch sofort das Galactic War of Planets. Das ist Subi. Zack, zack. Dann können wir währenddessen wieder vorbereiten gehen. So, was brauchen wir denn für die Heavy Rocket Engine? Wieder ein Oxygen Vent und ist mittlerweile gar kein Problem mehr. Machen wir wieder so, so, zack. Dann, wo habe ich die hinten? Die habe ich hier, glaube ich, hingepackt. Hier, genau. Dann brauche ich wieder die Wolle. Wieder. Nein, keine Potato. 2 Dandelion. Wieder 2 Yellow Wool. Die haben auch noch ein Oxygen-Event gebraucht. Ich muss dann mal rüber die Platten holen. Hier, Pressure Tubes. Müssten 9 sein und ansonsten eigentlich nur noch hier den Stick und hier den einen Redstone noch und das müsste es dann gewesen sein, oder? Weißt du was? Wir holen jetzt mal gerade unseren Fuel ab. Fuel können wir immer gebrauchen. Zack, zack.
Ja, hier nochmal die zwei Level rein. So, Compressed Tin, Compressed Titanium. Wir brauchen hier die. So, die haben wir. Dann die Nose Cone. Die Kamera, da brauchen wir noch den Stahl und Zinn. Zinn, nee, Zinn haben wir, Stahl brauchen wir noch. Das Rezept müssen wir also für Oxygen, wenn es zumindest dreimal machen. Zack. Zack. Oh Gott. Einmal. Zweimal. So, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Was fehlt da jetzt noch? Genau, die Havoc Rocket Engine. So, und ich habe den Button vergessen. Da können wir wenigstens die Tasche nur kurz entrümpeln. So, die hier weg. Das kann weg. Ja. So. Sehr schön. Jetzt aber sollten wir alles für die Rakete haben. Gehen auf Tier 3. Zack, 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 zack. Tier 3 Rocket. Na. Das ist schon eine dickere Rakete. Gut, dann gucken wir jetzt einmal, wie sieht das mit Sauerstoff aus. So, müssen wir es gleich mal kurz machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Habe ich hier wieder. Ah, die füllt sich, okay. Gut, dann gehen wir einmal hier rüber. Boah, ich weiß, wie ich das einfach machen kann mit dem sich hier drin bewegen. In der Base. Das ist mir gerade richtig schlagartig geworden. Währenddessen können wir ja nochmal hier so zack, zack, zack. Flop. Wie war das Rezept? Okay, das war einmal aufgerückt. Gut. Mittlerweile sollte die Rakete auch befüllt sein. Wir nehmen uns hier wieder unseren Charm of Dislocation. Der ist hier gebindet. Sehr schön, Rakete ist gefüllt und auf geht es. Ich mach mal hier. So. Das ist nämlich ein bisschen laut, finde ich, auf den Ohren. Mal gucken, wie schnell wir jetzt im Weltall sind. Ja, der hat schon ein schönes Tempo drauf. Mal, da sind wir. Ui. Und wir sind im Weltall. Genau jetzt. So. Weißt du, was jetzt richtig gut war? Ich habe es nicht nachgeschaut, wo wir hin müssen. Dürfte aber Venus sein. Genau. So, die Venus. Oi. Inverted Thermal Protection. Wir haben hier Blazes, alles klar.
Dann machen wir das einmal so. Wir graben uns hier einmal ein. Okay. Gut, wir machen uns unsere kleine Base hier hin. Was haben wir da? Zinn. So und so. Alles klar. Wir haben jetzt Zeit hier. Wir platzieren hier schon mal so einen Dislocator hin. Dann halt nicht denselben Fehler wie beim letzten Mal machen. Zack. Und wir gehen mal zurück. Ich hatte eigentlich gedacht. Ach, das ist nur für Mars. Venus? Alter. Alles klar. Also, dafür brauchen wir den Thermalclaw. Dann machen wir uns mal Rüstung. Habe ich ganz vergessen, dass ja sowas auch noch existiert. Also ist nicht Rüstung, ne? Aber ich muss mal hier die Truhen wieder was aufräumen. So. Wir haben jetzt mal Wolle gemacht. Das ist schon mal gut. We need etwas Rotstein. Damit machen wir dann schon mal das hier. So, das wird auf jeden Fall nicht reichen. Wir brauchen nämlich 48. So. Haben jetzt 49, das ist jetzt auch egal. So, Redstone kann dann wieder hier rein. Und dann Compress Dash. Ich glaube, da brauchen wir noch mehr. Da werde ich wohl ausgehen noch ein bisschen farmen müssen. So, jetzt hier. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Ich fände es cool, wenn man die upgraden könnte. Oder die hier zumindest. Dann packen wir das hier in irgendeiner Truhe. Es wird Zeit, dass wir zum Mail-System kommen. So, wie lange ist die Folge? 12 Minuten. Die Rakete können wir schon mal hier zu den anderen stellen. So, hier. Zack. Die hat schon ein cooles Design. Das ist jetzt auch schon ein extra Planet, alles klar. Ich bin jetzt gerade am gucken für den Inscriber. Da haben wir was gebraucht? Carbon. Und Carbon bekommen wir auf der Venus. Alles klar, wir haben es geschafft. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir richtig, richtig viel Carbon bekommen. Oder Carbon. Was ist denn mit Carbon los? Alter. Hier Venus Surface Rock. Ich merke das so abzustempeln, also wo wir da hinkommen. So ein bisschen abzutrennen. Wir werden später eh noch eine ganz, ganz weit weg fahren müssen. So, jetzt aber
Jetzt haben wir hier keine Probleme. So, ich mache jetzt aber einmal den hier. Zack, zack. Schnappen wir mal hier die Karotte. Machen wir hier meinen Waypoint. Portal. Und dann gehen wir einmal unten nach Surface Rock. Carbon suchen. Ich will mich jetzt einmal ganz kurz runtergraben. Was haben wir hier? Zinn. Das dürfte reichen. Da haben wir doch schon, oder? Ja, Mann, Carbon. Da ist auch noch was. Das heißt im Klartext, wir können gleich den Inscriber machen. Mittlerweile haben wir auch schon hier der Trivolo und der Night Thunder, haben wir auch schon angefangen mit dem Project Orson 2 im Kappa-Mode. Bin ja mal gespannt, wie die hier einige Dinge angehen. Vor allem, weil ich auch schon weiß, dass von gewisser her hier mein Projekt so ein bisschen als Informationsquelle nimmt. Nehmen wir jetzt mal, drücken wir es mal so aus. So. Aber naja. Ich bin auch nicht böse, wenn sich da irgendeiner bei mir anschaut, um zu gucken, wie ich das mache. Ich meine, ich habe ja auch bei einem anderen YouTuber geschaut, wie er es gemacht hat. Beziehungsweise, ich bin ja auch erst über einen Stream hier auf dieses Projekt gekommen. Ich finde diese ganze Thematik, der hat das bei dem und dem geklaut, auch total bescheuert. Wieso klauen? Ich finde, man sollte sich irgendwie so ein bisschen gegenseitig unterstützen. Also, wenn irgendeiner behauptet, der hätte von mir geklaut, bitteschön. Ich sag, nein, du hast hier geklaut, du hast mit mir geteilt. Also zumindest hier bei so etwas. So, da haben wir noch Carbon. Oh, hier ist schön viel Carbon. Wir können uns mal hier kurz einstellen. Ein Evolved Enderman. Alles klar. So, wie kriegen wir denn am meisten Carbon raus? Die Erzverfünffachung würde gehen. Ansonsten können wir es momentan verdreifachen. Ich glaube, das ist auch das Beste, was wir momentan machen sollten. Wir können zwar die Carbonkristalle machen, aber wir brauchen ja, also wir haben zwar die Kristalle, aber wir können noch nicht komplett zu Ende verarbeiten. Da fehlt uns ja noch Brian und so etwas. Ach, geh mir doch nicht auf die Eier. Du auch nicht. Jetzt wollen sie aber auch alle an. So, wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Wer darf noch mal? Wie bitte was? Das Gute ist aber, entweder in dieser oder in der nächsten Folge haben wir das im E-System fertig. Dann können wir schon mal richtig, richtig anfangen, unsere ganzen Kisten einfach reinrotzen. Und dann, finde ich, wird der spannende Teil kommen. Ich nehme jetzt mal hier gut mit. Ich hoffe, dafür habt ihr jetzt Verständnis. Weil alles andere, finde ich, wäre jetzt dumm, hier nicht mitzunehmen. Weil Inscriber braucht man ja auch nicht so viele. Wir müssen ja nur gucken, dass wir die Carbon Wafer bekommen. Dann brauchen wir nur noch die Pure Fluix. Das ist überhaupt kein Thema. Da muss ich mich nur mal kurz in zu den Sammelschnell, zu der Magical Crops hinstellen. Ein bisschen Essenz abgeiern. Cloud Seed haben wir fertig. Und dann fehlt uns eigentlich nur noch der Machine Frame Resonant. Und das ist auch schon gar kein Thema mehr für uns. Wie gesagt, Kristalle haben wir so gut wie fertig.
müssen wir nur noch aufbauen und verkabeln. Ich glaube, ich werde jetzt auch demnächst dann, wenn jetzt das im EM laufen ist, anfangen, so ein paar Sachen, so ein paar wichtige Autocrafting-Sachen, die Zeit kosten und Energie oder so etwas. Oder generell so leckstörende Sachen werde ich ins Last Millennium verfrachten. So, das nehmen wir dann mit. Das ist immer noch Zinn, jo. Ja, einen zweiten Stack machen wir noch voll. Das Thema Galactic Craft haben wir dann auch für das erste einmal erledigt. Was ist das hier jetzt eigentlich? Lava oder? Ja, Lava. Ich habe schon gedacht, dass das irgendwie eine Hardcore-Special-Flüssigkeit ist, irgendwie so Venus-Surface-Magma oder so eine Scheiße. Aber nur Lava, naja, okay. Ich schätze mal, wir werden ja eh mal die ganze Scheiße farmen müssen. Aber das werden wir dann später einfacher machen. Und zwar machen wir das dann über den Digital Miner. So, jetzt haben wir zwei Stacks. Das sind sechs Stacks davon, dem Zeugs. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ich bringe jetzt hier die das Gelumpe nur noch hier rüber zum QED. Mach den hier und den. Und dann kümmern wir uns in der nächsten Folge um den hier, den Inscriber. Wie viel kriegen wir da raus? Drei. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. So. Tschö.